Ja. Bock auf Cyberpunk? Oh, meine Verbindung ist aber schlecht. Ich hoffe, das wird auch was. Jetzt ist es auf einmal wieder gut. Alter, hab ich viele ausgelassene Frames. Okay. Hä? Wie neu? Chatnachrichten über der Linie wurden in der letzten Stunde abgeschickt. Ah ja. Okay. Komm zu uns ins Schlummerland, der Sandmann ist auch schon da. Okay, also falls das Video erst jetzt starten sollte. Willkommen zu 2021. Prost Neues. Lang nicht mehr gestreamt. Und wir fangen an mit einer Bug-Compilation namens Cyberpunk 2077. Ich freue mich drauf. Also sofern das Spiel jetzt nicht die ganze Zeit abstürzt, habe ich echt Bock drauf. Ich habe dir gestern mal so eine Bug-Compilation angeguckt. Das ist total geil. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe jetzt zwar keinen schlechten PC, aber es ist Cyberpunk, ne? Also mittlere Auflösung könnte vielleicht funktionieren. Die Musik ist echt crazy. Und vor allem könnte ich sie, glaube ich, mal leiser machen. So, mein Ohr auf voller Lautstärke und euch leiser. Oder die Musik für euch leiser. Oder für uns alle. Ich hoffe, dass das klappt hier mit dem Stream. Ich habe jetzt, mittlerweile habe ich noch einen zweiten Router hier oben. Allerdings ist das ein etwas älterer und der begrenzt meine Downloadrate zumindest auf 100 MB. Upload sollte eigentlich trotzdem gehen, aber scheinbar ist das mit dem Mesh nicht ganz so geil. Girl, haut dich um. Einen wunderschönen guten Abend. Alles fit? Wie geht's? Wie steht's? Wir starten gleich, keine Sorge. Ich guck nur gerade, ich hoffe, es passt alles. Also, hier sollte zum Beispiel gerade Musik laufen. Ich hoffe, du hörst das auch. Und irgendwie habe ich gerade ziemlich viele ausgelassene Frames. Könnte an dem zweiten Router liegen. Also, ich hoffe, das klappt hier alles. Dass wir da jetzt, dass es nicht zu Problemen führt. Da steht auf Overclicking, 0 dB Fan ist aus. Keine Musik. Warte mal, vielleicht nur zu leise. Jetzt? Das Problem ist, es kommt immer etwas anders rüber, als ich hier die Pegel sehe. Also ich sehe oft, bei den Pegeln sehe ich einen Ausschlag, aber das kann halt trotzdem zu leise für euch sein. Das ist immer jetzt, alles klar, gut. Also funktionieren tut es an sich. Ich hoffe, dass das dann nach auch ausgeblendet wird. Beziehungsweise wenn wir nachher im Spiel sind, geht die Musik sowieso aus. Gut. Sollen wir mal starten? Wäre eine Idee, ne? Dann muss ich aber mal eben... Ja, erlauben. Studio-Modus. Okay, warte. Du müsstest das sogar schon sehen können. So. Jetzt müsstest du auch schon was sehen können. Oder ihr, oder wie auch immer. Turn off this memo. Ach nein, ich habe wieder das Republic of Gamers Overlay. Ah, wie ätzend. Privatstream für mich. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Hamburg. Sag bitte, wenn es für dich zu laut ist, oder nicht, über Gangkriege. Ne? Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz.
In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Wäre aber trotzdem nett zu wissen, weil im Video kann ich das nicht nachher nicht mehr regeln. Und wenn das Spiel lauter ist als ich, ist das scheiße. So, jetzt muss ich auch mal eben gucken. Du hast wahrscheinlich dieses rechts in der Mitte, auch dieses Republic of Gamers und oben links dieses FPS-Gedöns und so, ne? Das wird mir zumindest auf dem Bildschirm angezeigt und das sollte nicht sein. Wie habe ich... Wie konnte ich das nochmal ausstellen? Ihr seid auf gleicher Lautstärke. Ja, genau, habt das alles auch da. Oh, welches war das nochmal? Wo konnte ich das nochmal ausstellen? Ich müsste eigentlich das Teil. Das Live-Update? Kriege ich das denn jetzt wieder weg? Kann ich hier irgendwie was machen mit dem Ding? Nö, nicht leer, das ist nicht mehr, okay. Wäre angenehmer, wenn du die Musik leiser stellen würdest. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich versuche sofort. Schwimmer, damit Cyberpunk 2077 sowie zukünftige Erweiterungen und Zusatzinhalte so gut wie möglich werden, möchten wir dich um deine Erlaubnis bitten, deine Analyse-Daten zu sammeln und zu verarbearbeiten, wie zum Beispiel Fehlerberichte und allgemeine Spielveröffentlichungen. Deine Daten werden automatisch über das Internet übermittelt und sind immer zu 100% anonymisiert. Du kannst deine Zustimmung jederzeit in Einstellungen wieder aufrufen. Auch von mir aus schreibe ich da auch noch meinen Namen bei. Das ist mir egal, ob so das Spiel wird besser. Ha. So. Oh, schön. Game. Das können wir, glaube ich, erstmal alles so lassen. Schnell, ja, ultra hoch, auf jeden Fall. Das schafft mein PC bestimmt. Machen mal auf Mittel. Und du bist noch einer von den wenigen, die sich Cyberpunk noch gerne angucken, oder was? Mit oder ohne Webcam? Wäre auch interessant zu wissen. Gibt es keinen Speicherbutton mehr in Einstellungen? Scheinbar nicht, ne? Nö. Okay. Warte mal. Halt. Okay, jetzt ist die Memo da weg, aber alles andere ist immer noch da. Hier, dieses Republic of Gamers. Boah. Welches ist das? Ich habe mir gedacht, ich schaue hier mal bei Leuten rein, die keine Zuschauer haben und suche mal, wen nett ist. Das ist schön, freut mich. Da. Ja, jetzt. Ist es bei mir weg, aber bei dir nicht?
Warum? Das Bild ist hängen geblieben. Warum ist das Bild hängen geblieben? Oh, weil ich das jetzt geschlossen habe, muss ich jetzt das Spiel neu starten. Ich fasse es nicht. Mit Webcam, alles klar. Okay, warte. Muss ich gleich nur gucken, wo ich die am besten hinpacke. Lassen wir sie erstmal da oben. So, jetzt muss ich das Spiel wieder neu starten. Juhu! Fängt schon gut an. Und ich glaube, ich muss den Router wieder rausnehmen. Normalerweise ist meine Internetverbindung ziemlich stabil, aber ich habe jetzt schon 4 Nachrichten von OBS, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, da können wir eigentlich wieder wegdrücken, ne? Kann epileptische Anfälle auslösen. Ja, was kann das heutzutage denn nicht? Auch gut, nicht ausgeblendet, ich habe noch gar keins. Ich mach mal lieber einfach. Es wird mit all den Bugs wahrscheinlich eh schon schwer genug. Was? Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile. Einem Nomaden-Clan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Das freut mich. Noch. Ist die Musik immer noch? Also, mir dröhnt die Musik irgendwie immer noch im Ohr. Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Sind das 3 verschiedene Story-Stränge? Wähle versus... Ach, wähle Wies. Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach gewähltem Lebensweg unterscheiden. Wer lesen kann, ist im klaren Vorurteil, ne? Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Leben wieder heraus und auch wenige behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ich glaube, ich mache erstmal Nomade. Der Trailer hier erinnert mich irgendwie an GTA San Andreas. Für dich ist es angenehm, alles klar. Da fängt schon an, super. Was nehmen wir? Ene Mene Mister oder? Komm, sag du. Ich muss mal eben einen Kollegen schreiben, der wahrscheinlich mitgucken will. Der wartet nicht quasi schon sehnsüchtig darauf, dass ich mal wieder streame. Seit Monaten. Der Typ hat... Ja, das kann man ja ändern. Also ich war von vornherein zwiegespalten, ob ich vielleicht einfach meine Frau nehmen soll, weil ich sonst eigentlich immer einen Kerl nehme, oder ob ich einen Kerl nehme und den versuche so ähnlich zu machen wie mich, weil das versuche ich nicht eigentlich immer, gelingt mir nur eigentlich nie. Sollen wir uns, also mich nachbasteln? Können wir auch. Ich habe damit die wenigsten Probleme.
jetzt ist es auf einmal wieder leiser. Ah, oh, sowas liebe ich ja, ne? Auch in Serien oder Filmen oder so immer. Musik laut, Musik leise, Musik laut, Musik leise. Du kannst die Fernbedienung eigentlich gar nicht aus der Hand legen, weil du die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also laut, leiser, laut, leiser, laut, leiser. Also ich, wenn etwas spiele, bastel ich mich auch immer noch. Ja, okay, komm. Dann sind wir mannlich. Kann ich den nicht Q und E drehen? Wow. Also habe ich jetzt keine Probleme mit, aber das ist echt oldschool. Oh. Ich glaube dann schon eher den. Oh. Also Frisur passt ja schon ganz gut, wa? Warte mal. Oh, wenn ich die Haare ein bisschen länger habe und ein bisschen eher höher style und nicht zur Seite, dann kommt das schon ziemlich nah. Warte mal, wir machen mal erstmal eben. Könnte? Kann ich das individualisieren? Nee, ne? Ja, das ist ein bisschen dunkel. Das dauert noch ein paar Wochen, bis ich wieder so aussehe. Weil so schnell, wie sich das bei mir rauswischt, das ist zu krass rot. Oh. Irgendwie stimmt das so gar nicht überein, ne? Oder muss ich dann tiefer klicken oder wie? Nee. Dunkelgrün? So. Ich glaube, wir können das nehmen. Ich glaube, die Streamverzögerung ist ziemlich hoch, ne? Schon 7 Meldungen. Nö, meine Frau. Kann man hier noch rein? Scrollen kann man hier auch nicht. Wow. CD Projekt, echt Wahnsinn. Hätte man da nicht wenigstens irgendwie so ein Auswahlrad haben können oder so? Also. Vor allem, hier steht noch die Möglichkeit scrollen. Nö. Irgendwie nicht. Warte. Frisur. Dass man das echt mit AD machen muss, ne? Ich in 30 Jahren. Ich hätte eine Friseurin als Schwester, warte aber schon ewig, bis sie sich mal erbarmt. Ja, das ist dann natürlich immer super. Also, sagen wir mal so, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, was man so unbedingt tun sollte, aber, also... Ne, warte mal, unsere, jetzt momentan haben unsere Friseure auch zu, aber beim, also bis vor dem letzten harten Lockdown, den wir ja jetzt haben, also davor, war das ja auch immer schon alles so ein bisschen kritisch und da haben die das mit Terminvergabe und so, haben die trotzdem geschnitten. Wobei, also bei mir ist das links, rechts mit dem Haarschneidemaschine, das oben habe ich vorher einmal selber gemacht. Jetzt beim letzten Mal hat es auch meine Frau gemacht. Kriegt sie ganz normal hin. Im Notfall wachsen sie wieder. Ne? Ja, und sonst
halt einfach die oben einfach alle vollklatschen mit Farbe, fertig. Also meine Frisur ist nichts Besonderes. Das als Frau dann ist das natürlich, ist die Sache mit den Haaren natürlich immer schon ein bisschen schwieriger. Okay, ich glaube, die ist gar nicht schlecht. 35 Frisuren, aber nur 20 Farben oder was? Oder nicht mal 20. Wahnsinn. Okay, also ich würde sagen, entweder die Nummer 15 oder was war das? Ich glaube 35, ne? Ja, genau. 15 oder 35. Ja, klar, aber bis die mal zu mir nach Hause kommt, das dauert. Mein Freund muss ihr nur schnell mal schreiben, dann ist er da. Okay. Fünfzehn oder 35? Ich würde schon fast 35 sagen, weil 15 ist, glaube ich, ein bisschen arg lang. Fünfzehn? Okay. Wobei, wenn ich meine Frisur so wie sonst mache, also einfach hoch, dann kommt das doch auch schon. Ja, okay, hast recht. Bautyp? Ja, oh, okay. Oh, Babyface. Wenn ich mich rasiere. Okay, ich glaube, das kommt meiner Hackfresse ziemlich nah. Jo, auf jeden Fall. Den Akkad im Solarium auf einmal eingelöst. Schön, dass da keine Zahl steht. Ja, in der Kamera sieht man es jetzt nicht so. Die hat einen anderen Weißabgleich, aber normalerweise würde das eher passen. Ich bin wie? 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 Passt. Ich bin wie? Oh Gott. Na, Farbe, Augen. Ich bemerke bei sowas immer wieder, dass ich einen verdammt riesigen Zinken habe. Wie ist das? 8. Also die haben eine sehr komische Charaktererstellung.
Also ich glaube, 8 passt am besten. Was? Oh, Augenfarbe. Ja, yeah, Terminator. Haben die keinen Bund? Warum habe ich blaue Augenlider? Das sieht komisch aus. Warum sind die normalen Augen so dunkel? Alter, ist das komisch. Also ich hatte früher mal eher das hier. Mittlerweile würde ich sagen, ist es eher bunt. Oh ja, Blut unterlaufen, das passt. Na komm, wir nehmen die. Augenbrauen. Auf jeden Fall. Habe ich spitz laufende? Bisschen, ne? Nein. Du bist gerade rausgeflogen. Liegt das jetzt an mir oder an... Okay. Also, sorry, für dich natürlich nicht okay, ne? Aber das macht für mich jetzt natürlich einen gigantischen Unterschied, weil dann müsste ich quasi wahrscheinlich heute noch das Setup hier umbauen. Augenbrauenfarbe ist, glaube ich, okay. Oh, Nase. So, haben wir einen Riesenzinken dabei? Oh, das kommt, glaube ich, schon ganz gut. Neun. Oh ja, mit dem Höcker, das ist noch besser. 11. Habe ich so eine wulstige Nase? Ne, ich glaube nicht ganz so extrem, oder? Ne, nicht ganz so extrem. Es gibt schon komische Dinger. Na, alles fit? Ja, ich traue meinen Augen auch nicht, wenn ich das hier so sehe. Aber immerhin läuft das Spiel. Das ist schon mal etwas. Noch. Ah ja. Knutsch mich. Ja, nee, überhaupt nicht zu erkennen, wen ich versuche darzustellen, ne? Ja, wir haben uns gerade dafür entschieden, wir nehmen männlichen und wir versuchen, mich halt einfach mal selber zu basteln. Aber irgendwie... Vielleicht sollte ich mir die Augen mal schminken. Hm.
Wie sieht der total komisch aus? Ich glaube, die passen ganz gut. Hat was von, ich bin schwul, aber versuche ein starker Schwuler zu. Also, ich glaube, ich habe nur ein Kinn. Ich habe kein Doppelkinn, glaube ich. Aber ich glaube, relativ spitz zulaufend, oder? Oh ja. Ich glaube, 19 passt ganz gut. Uhren. Wobei ich mich ja immer wieder frage, warum macht man das überhaupt? Weil seinen eigenen Charakter ist ja eigentlich der, den man eigentlich quasi nie sieht. Vielleicht sollte ich den nochmal rausnehmen. Und ich glaube, meine Nase muss ich auch nochmal ändern. Die ist nicht so spitz. Ja, doch, ich glaube, diese Ohren sind ganz passend. Nase. Wir waren bei 11, okay. Ich glaube, 12 passt besser. Also jetzt mal abgesehen von den Augenlidern sehe ich im Spiel, glaube ich, besser aus als in Wirklichkeit. Also dein Plan ist heute den Charakter erstellen und morgen zocken? I don't know. Shit, wir haben schon fast 22 Uhr. Ehrlich gesagt hoffe ich eigentlich, ich will die Augenlider da weg haben. Das ist ja restlich. Oh, ja. Also so sehe ich in ein paar Wochen aus. Ich glaube, das lasse ich. Bartfarbe. Ja. Ah, ich bin schon ein bisschen älter. Das könnte schon hinkommen. Zu dunkel. Nee. Das sieht aus als... Nein. Nein. Ich glaube, das lassen wir mal so. Cyberware.
Okay. Ja, die Schminke an den Augen ist echt nicht nice. Das finde ich irgendwie langweilig. Nee. Aber ich finde das tatsächlich am interessantesten. Hey Girl, bist du noch da? Das sind keine Narben, das ist ein Überfall von Pickeln. Ja, ich glaube, 9 könnte passen. Yeah, Hitman. Ich weiß es nicht. Vielleicht gleich noch weiter unten. Wir haben ja noch ein bisschen. Gesichtstattoos, ne? Gesicht. Was? Cyberbug? Oder Cyberpunk? Also 6 finde ich gar nicht schlecht. Jo. Warte mal. Hä? Oh, lol. Ich nehme 6. Aus. 1. 2. 3. Yo. Yo. Übertreib mal. Ich glaube, dann nehme ich lieber 14. Das ist doch schon eher. Ich habe es zwar nicht rechts, sondern links, aber die kriegt man ja scheinbar links nicht. Oder habe ich das übersehen? Ah. Ah, ist okay. Hallo, ich wollte gerade sagen, machst du die Fresse mal wieder. Ja, pink, auf jeden Fall. Nee. Oh, Make-up-Augen, siehste. Oh ja, noch mehr bitte. Also das kommt meinem natürlichen Teint doch ziemlich nahe. Wenn ich mal wieder so viel geschlafen habe wie immer. Achso, das ist das, was wir vorhin hatten, ne? Aus. Make-up-Lippen. Aus. Nein, nein. Schönheitsfehler. Ja.
Gesicht habe ich, jetzt mal abgesehen vom Pickeln, eigentlich, glaube ich, keine Schönheitsfehler. Was? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht mehr lesen. Farbe? Nee, Fingernägel. Ja, ich würde sie gerne sehen. Oh Gott, nee, das ist zu lang. Nee, dann lieber kurz. Oh ja, Feuer. Ich möchte Feuer auf meinen Nägeln. Ja, komm, die lassen wir mal nochmal. Brustwarzen. Wir Brustwarzen-Piercing. Oh ja, Brustwarzen aus. Auf jeden Fall. Hä? Wieso? Wieso kann ich die Brustwarzen an- und ausschalten? Kann ich hier keine eigenen Tattoos einfügen? Ich würde mir gerne den Zelda-Vogel oder den Adler einfügen. Ach, hinten sind die Namen. Gut zu wissen. Aus! Video gesperrt. Warum? Hat das eine Relevanz im Spiel? Penisgröße. Fleischpeitsche. Schamhaarst. Definitiv. Warte mal, ich muss mal eben. So, mal eben den Taskmanager umschalten. Konnte man da was sehen? Habe es gerade nicht gesehen. Ja. Also, das hat eine Relevanz, ja? Ich schalte sofort wieder um. Du möchtest dich doch nachmachen, also die P-Größe definitiv ganz. Ganz nach links ist schwierig. Mir auch eine Vagina verpasst. Oh Gott. Also es gibt beschnitten, unbeschnitten und Vagina. Okay, also, ne, warte. Was muss ich jetzt? Oh. Ich brauche ein Screen Deck. So, ich würde sagen, das bin ich 2077. Aber immer noch volles Haar. Safe, du kannst dann auch vögeln in dem Spiel. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, wie viele Frauen was von dir wollen. Wird wahrscheinlich ziemlich mager ausfallen. Okay. Nein, nicht wieder so weit runter, bitte.
Gott. Okay, Konstitution. Deine Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3 5 zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 zusätzliche Ausdauerpunkte, Schaden mit Fäusten und Gorillaarmen wird um 3 erhöht, Schaden mit Nahkampfwaffen, Bewegungsabzug beim Packen eines Gegners oder Benutzen eines schweren Maschinengewehrs wird um 6 verringert, Dauer, die du den Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht und du kannst dich mit einem gepackten Gegner schneller bewegen. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Intelligenz bedeutet, Cyberdeck-Speicherkapazität wird um 4% erhöht, Schaden von Quick-Hacks wird um 0,5% erhöht, Dauer von Quick-Hacks wird um 1% erhöht. Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöhen nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern jedes Level Reflexe bedeutet auch, passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1% erhöht, kritische Trefferchance wird um 1% erhöht, Schaden mit Mantisklingen wird um 3% erhöht. Deine technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Nein! Sie erlaubt es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%. Das ist auch gut. Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet, kritischer Schaden wird um 2% erhöht, alle Resistenzen werden um 1% erhöht, Schaden im Stealth-Modus wird um 10% erhöht, Gegner entdecken dich im Stealth-Modus 0% langsamer, Schaden mit Monodrähten wird um 3% erhöht. Reflex haben wir jetzt schon Max-Level. Okay. Kann man das noch aufwerten im Spiel? Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Alias V. Warte mal. Kann ich hier nicht noch ein bisschen... Ah nee, nein, nicht rauszoomen, bitte nicht. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und... Achso, ja, Nomade, ja, genau. Gut. Bestätigen. Ich glaube, wir kommen heute noch ans Spielen. Nice. Ach, zum Fortfahren drücken. Okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Wollte gerade sagen, wieso siehst du? Hä? Also ich sehe nur das große Bild. Und das Bild ist gerade echt verdammt schlecht. Also mittlere Auflösung ist in dem Spiel nicht besonders toll. Wie ihr seht. Einmal das große und nochmal ein kleines helles, oder? Warum? Hä? Ernsthaft? Ich kann das Spiel nicht streamen? Und wieso ist das, was nochmal da drüber angezeigt wird, spiegelverkehrt? Hä? Wie auf näher entfernen, Abzeichen F.
auf näher entfernen. Backers. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Ja, machen andere doch auch, oder? Was machen andere? Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City. Keine Ahnung. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Okay. Jetzt ist es weg. Ja, noch. Hoffentlich. C weiter. Also. Ich wurde geirrt. Kannst jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Speichern wir lieber erstmal. Hm? Okay. Ging schnell. Können wir das tatsächlich doch noch hochsetzen? Okay, es läuft jetzt etwas ruckliger, aber dafür sieht es tausendmal besser aus, oder? Ich glaube, da können wir ruhig auf ein paar FPS verzichten, oder? Zumindest erstmal. Oh wow, der Schatten auf seinen Armen ist ja geil. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Warum? Karten. Vereinigungskrieg für Idioten. Neuer Splitter, der Vereinigungskrieg. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte von Januar 2069 bis Juni 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den New United States of America, NUSA, und den Regierungen der Free States bezeichnet wird, ordnen ihn die meisten Experten als Konzernkrieg ein. Es ist wohl bekannt, dass die NUSA von Militech Hardware, Personal und anderen Ressourcen unterstützt werden wurden. Personal. Während die Free States eine beachtliche, wenn auch stillschweigende Unterstützung von der Arasaka Corporation erhielten. Der Vereinigungskrieg ist auch als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt. Als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt, da in dessen Verlauf eine Vielzahl gepanzerter Kavallerieeinheiten, Panzers zum Einsatz kam. Die blutigste Schlacht des Vereinigungskriegs war die Schlacht von Ridgecrest. Innerhalb eines Tages verloren. Meine Grafikkarte ist. Autsch. Innerhalb eines Tages verloren 3078 Menschen ihr Leben. Nord- und Südkalifornien bekämpften sich gegenseitig, die einen auf Seiten der Free States, die anderen verbündet mit den NUSA, während Night City neutral blieb. Der Vereinigungskrieg endete mit der Unterzeichnung des Vereinigungsvertrags in Arvin, Südkalifornien. Beide Seiten beanspruchten den Sieg für sich. Die Free States pochten auf ihre fortwährende Unabhängigkeit, während die NUSA damit prahlten, dass sie der Wiedervereinigung des gespaltenen amerikanischen Volkes näher denn je gerückt seien. Das Ende des Vereinigungskriegs bedeutete allerdings nicht das Ende der Konflikte. Die führende KI-Analysesoftware prognostizierte den Ausbruch eines weiteren bewaffneten Konflikts
vor dem Jahr 2080 mit einer Wahrscheinlichkeit von 74%. Aha. Boah, irgendwie kriege ich gerade Augenkrebs. Vollbildeffekt, der die Bildkörnung von Fotofilm imitiert. Keine Ahnung, was das ist. Ich sehe keinen Unterschied. Schärfentiefe, Blendenflecke, Bewegungsunschärfe aus. Danke, Google. Wollte ich aber nicht wissen. Kontaktschatten, verbesserte Gesichtsbeleuchtungsgeometrie. Warte mal, hat der eigentlich... Ne, Raytracing hat er automatisch aus, okay. Um eine konsistente Bildfrequenz aufrechtzuerhalten, verändert sich die interne Rendering-Auflösung dynamisch. Wie stark dies fluktuiert, hängt von der Komplexität der Szene ab. Die interne Auflösung wird durch AMD ausgewählt. Gewünschte Bilder pro Sekunde. Nein. 60. Keine Ahnung. 80? Um eine einheitliche Bildfrequenz beizubehalten, wird das interne Rendering, wenn nötig, reduziert. Das endgültige Bild wird dann mit Hilfe von AMD Fidelity FSK hochskaliert und geschrieben. Habe ich nicht. Ich habe kein AMD. Spiegelqualität legt die Qualität von Spiegeln im Bild fest. Umgebungsverdecken, Volumenstreuung. Wolkenqualität, entfernte Schattenkaskade, lokale Schattenqualität. Imitiert die Lichtspiegelung auf einer Kameralinse, wodurch das Licht am Bildschirmrand leicht verzerrt wird. Ich glaube, so ist das eigentlich sogar schon ganz in Ordnung. Essen! Das stellt sofort 40% deiner Gesundheit wieder in McDonald's. Okay, nehmen wir. Wir klauen ja gar nicht hier, ne? Sojapasta. Danke. Ach, der konnte in die Kiste gucken. Also scheinbar haben wir jetzt schon einen Röntgenblick. Das ist ja praktisch. Desinfektionsmittel, cool. Ich finde den Röntgenblick gut. Wasser. Verleiht die Hydration. Nein. Kannst du jetzt zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht? Hey, ich hab nicht ewig Zeit. Motor begutachten, zur Seite, ich repariere selber. Das geht doch eh schief. Ich zahl dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leih ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Mach ich auch. Geh zur Seite. Schimmer, was du tun musst? Ich muss erst überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitz. Ja, ne?
Reicht eigentlich. Der Kompressor immer weiter. Schiebt einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Ob das eine gute Idee war? Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Bumm. Ich hab's dir gesagt. Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich kann nicht... Ah, Mitch, oh Gott, ist das eine komische... Langsam reicht ich sag der doch, Geduldsfall. Machbar. Bestenfalls mittelmäßig, keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft, mehr muss es nicht. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Und weißt nicht du mal nicht, die dass man dem den? Sheriff oh, Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Mein Fehler. Hatte nicht vor, anzuhalten. Aber mir hat die Kupplung versagt. Ja, hinter allen Fehlern steckt Versagen. Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Wozu läuft da ein Balken ab, wenn ich gar nicht auswählen kann? Mach dich wohl gerne unbeliebt. Was? Ja. Ist, glaube ich, meine Art und Weise in diesem Spiel. Hätte ich mir denken können. Wenn du ein Problem hast, höre ich's mir gern an. Ich sag dir, was mein Problem ist. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Komische Meine Familie Steuern. Ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hatte gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein. Du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, ja, dass dann du hier rumlungerst. Hör auf zu quatschen und lass mich fahren. Ach, ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Kein Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Geh zum Funkturm. Okay, dann schauen wir mal. Aktive Missionsziele werden auf deinem HUD und deiner Minimap. Okay. Okay, das kann ich ja schon mal sehen lassen. Du solltest umsehen, hier draußen gibt es nichts zu sehen. Noch mehr. Wow, der Stream ruckelt aber, ne? Die Karte hat 69 Grad, das geht.
CPU ist nicht auf voller. Arbeitsspeicher läuft. Also mein PC macht das mit, aber es ruckelt, oder? Oder kommt das flüssig bei dir an? Nee, ne? Das ist so dieses Zzz, 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 oder? Kamera wechseln. Aussteigen mit F. Verkehrsmeldung. Haftbefehl erlassen. Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NCPD ein Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Yay, GTA-Stil! What the fuck? Nur weil ich da ausgestiegen bin. Ein sehr stabiler Zaun. Nix. Geil. Ich kann eigentlich noch gar keine Waffe auswählen, aber wenn ich zoome oder ziele und dann die Taste zum Schießen drücke, dann nimmt er eine Waffe in die Hand. Und weil er das dann nicht kann, macht er den. Geil. Bug Nummer 1. Nach 1 Stunde und 9 Minuten. Geil. Kann man eigentlich die... Achso, nee, das kommt durchs Crouchen. Aber kann man die Kamera... Kann ich mich von außen angucken? Steuerung. Was? Lol. Pass an, wie weit du den Analogstick für maximalen Input bewegen musst. Je größer die äußere Nullzone. Ich habe keinen Analogstick. Empfindlichkeit, fertig. Tastenbelegung, vielleicht sollte ich da gucken. Kamera drehen, Hufe, Radio. Warum ist die schon nach ganz unten gescrollt? Was sollte. Braindance anhalten. Also allgemein. Markieren? Kann ich wohl scheinbar noch nicht. Analysemodus. Ach cool. Ah, jetzt zeigt das an. Geländeantrieb. Leergewicht 2601, what the fuck?
294 PS. Verfügbar. Dank seiner relativ kleinen Karosserie und der Zuverlässigkeit auch nach etlichen Meilen ist dieses Auto ein Dauerbrenner unter Taxi- und Lieferantenwagen. Ich kann scheinbar nicht besonders viel scannen. Sprinten, Shift, Ducken, Control, Waffe wechseln, Mausrad, okay, schießen, schneller Angriff, nachladen, Cyberware-Systeme. Habe ich noch nicht. Aber ich hatte gerade schon wieder eine Waffe in der Hand. Also. Schießen, ziehen, schnell. Telefon öffnen. Fotomodus, Hauptmenü, Karte öffnen, Journal öffnen. Ich kann die Kamera nur wechseln im Auto? Ich kann mich also quasi niemals selber sehen, es sei denn, ich gucke irgendwo in einem Gebäude in ein Spiel. Ich weiß schon, oder kann mir vorstellen, warum so viele Leute von diesem Spiel so abgefuckt sind. Oh Mann. Guck mal, Cyberware. Nur für mich. Oh, guck mal, Kakerlaken. Die nur 30 cm Gehweg haben und dann verschwinden. Na gut. Gehen wir mal zu dem Knötterturm hier. Klettere auf dem Funkturm. Ich gehe die Treppe hoch. Ich wette, der bricht gleich zusammen oder so. Na, immerhin sieht die Kletterbewegung normal aus. Ich drücke mal hier. Das muss man denen ja auch lassen, ne? In anderen Spielen sieht sowas immer extrem scheiße aus. Hat sich ja echt gelohnt, sich selber so detailliert zu erstellen. Ja, voll. Hallo? Ach, kommt bestimmt noch alles. Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich denke aber, dass ich irgendwo zwischen 11 und 12 Schluss machen werde. Oh, guck mal, da unten links. Den hört man bis hier. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient?
Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Wie aufrichten. Ich sehe das da doch. Ich sehe es. Es ist auch markiert als ein Teil. Aber... ich kann es nicht nehmen. Wow. Ich dachte, er springt drüber. Mutant im Mondlicht. Es war eine Nacht wie jede andere. Ein bedrückender schwarzer Smog hing über der Stadt und ergoss sich in die Lungen und Herzen der Verdammten, die in ihr lebten. Saurer Regen trommelte gegen tausende Fensterscheiben, die Silhouette der Stadt eine surreale Reihe aus Klaviertasten. 30 Jahre waren vergangen und nichts hatte sich verändert. Ich stand am Fenster und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Immer wieder musste ich an die Frau denken, die ich seit Ende des Krieges nicht mehr gesehen hatte. Es klopfte an der Tür, genau wie damals. Damals, vor 30 Jahren. Herein, heiser quälte sich das Wort aus meiner Kehle. Herein. Während ich mechanisch die Hand zur Wandtafel hob. Die Metalltür öffnete sich lautlos und gab den Blick auf eine schlanke, von einem eng anliegenden tintenschwarzen Neomilkleid. Ah ja. Umschmeichelte Gestalt frei. Und sie trat ein. Ihre goldüberzogenen Hüften schimmerten im Licht. Ihre Lippen waren von einem tiefen Ebenholzton, aber dieser Blick, ihre gelben Raubtiereaugen, bohrten sich in meine und musterten mich von Kopf bis Fuß. Einen kurzen Moment dachte ich, sie wolle mir die Seele aus dem Leib reißen. Dann kräuselten sich meine Lippen zu einem boshaften Lächeln. Meine? Mir war soeben eingefallen, dass meine Seele längst fort war. Ich hatte sie im Krieg zurückgelassen, genau wie die Blumen auf dem Grab meiner Schwiegermutter. Jemand will mich umlegen, sagte sie unverblümt. Der aalglatte Charme ihrer Stimme vernebelte mir die Sinne. Ihre dritte Hand hatte ich nicht bemerkt. Ein Fehler, der meinen Untergang besiegelte. Unmöglich, antwortete ich mit einem verwegenen Grinsen. Wer würde eine Frau mit Hüften und Lippen wie ihren töten wollen? Obendrein eine Konzerndame. Für eine Sekunde verengte sich das undurchdringliche Gelb ihrer Augen. Unvermittelt holte sie ein Maschinengewehr hervor und zielte damit auf mich. Du verstehst nicht, raunte sie. Den Lauf der Waffe ziehe sich auf einen Punkt zwischen meinen Augen ausgerichtet. Dieser jemand bist du. Erinnerst du dich denn an gar nichts, Bruderherz? Erinnerungen durchzuckten meinen Verstand. Mein Kriegsalbtraum Eusebios Blut, ausgefranste Drähte, die zerschlissenen Überreste des Plüschtapirs, den sie nur 2 Tage vor ihrem Tod von Margaret bekommen hatte. Dann die letzten Worte ihres Vaters, Worte, die von meiner Zwillingsschwester handelten. Einer Mutantin, die nach ihrer Geburt sich selbst überlassen wurde und das Versprechen, dass ich sie finden würde, doch ich kam zu spät. Sie hatte mich zuerst gefunden. Ja, ist doof, ne? Ach so, das ist meine Ausdauerleiste, okay. Na egal.
Okay. Das hab ich, kenne ich durch GTA noch nicht so. Okay, das ist wie immer. Oh, das Ding hat ein... Oh. Ich glaube, die elektrische Kupplung ist bald nicht mehr das einzige Problem. Oh, warte mal. Kann ich eigentlich, so wie in Far Cry, nein, ich kann es nicht selber reparieren. Schade. Neues Gebiet wird entdeckt. Dry Creek. Okay. Macht ja nichts. Echt jetzt? Mein Auto ist gleich schon kaputt. Erstmal das Gebiet untersuchen. Bin sofort wieder da. Keine Ahnung, was sie da unten veranstalten. Egal. Kann ich den... Oh, den könnte ich sogar klauen. Du kannst alle die Schlösser gepackter Autos umgehen, wenn deine technische Fähigkeit... Toll. 4 von 20, also scheinbar kann man das auch noch hochleveln. Oh, hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin V. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Oh. Oh. Ich beklau dich mal, ja? Dürfte ja okay für dich sein. Ja, nee, jetzt nicht. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Der lächelt. So schön. Hallo? Ja, ist ja gut. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger NCer. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist.
Fernseher. Klingt einleuchtend. Ah, Fehlfunktion. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Fernseher. Ohne Strom. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren, ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Was? Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Nett von dir, du hast mein Auto repariert. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich missgelaunter Hurensohn. Ja. Verdammtes Schwergewicht. Sollte jetzt ein bisschen chilliger fahren, oder? Fahren wir los. Die Kiste ist echt am Driften wie Sau, ne? Okay, das liegt an dem... Hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Hör mal, Chu. Wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Übergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Wir scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Ist das nicht... Also ich kenne das aus dem Anfang der anderen und so kenne ich das irgendwie... Okay. Aber ein echt mieses Gefühl. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist. Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Ich kenne das eigentlich andersrum aus den Videos. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Die ersten 2-3 Folgen habe ich ja gesehen. Ja, lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credit mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen, hm? Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Alle
müssen hier abgelegt werden. Ich hab doch eine Waffe. Ach, guck mal. Bitte in Zimmer 2 melden. Was gibt's? Willst du was? Mund öffnen wäre gut beim Reden. Zimmer 2. Hey, wie läuft's? Verstanden. Ich kenne dich nicht. Hey, du. Okay, also bei mir können die Leute scheinbar den Mund nicht öffnen. Setz dich. Du sprichst mit fremden Lippen. Ne, mit fremden Zunge. Papiere. Ist das Routine? Möglich. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles? Wo steht's? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Eigentlich ganz cool, aber... Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, da ob fehlt ich was echt nicht was. Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Alles klar. Kriege ich meine Papiere nicht mit? Brauche ich die nicht mehr? Scheinbar nicht. Vergiss nicht, deine Sachen. Keine Sorge. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Kein Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Was erwartest du? Jung und naiv. Was nur ein netteres Wort für dämlich ist. Danke, nett von dir. Aber ich find's cool, dass hier wenigstens alles weitergeht. Also das haben sie definitiv besser gemacht. Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Jetzt bin ich der Beifahrer. Okay. Go, 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 go. Gib Gas. Vollstoff, bevor sie uns fassen. Okay, dann halt nicht. Nicht so schnell, könntest du was anfangen. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie, fahr einfach. Zicke. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole, sofort anhalten! Scheiße! Waffe ziehen, alt. Waffe wegstecken und wieder setzen. Zweimal schnell alt drücken. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal ausgerüsteter Fernkampfwaffen einsetzen. Also der komische kleine Revolver. Geil. Finger!
Oh, ich habe einmal einen getroffen. Geil. Nichts treffen wir scheinbar nicht. Das war nicht mein Verdienst. Ich hatte eh gerade vor, mich wieder reinzusetzen. Haben Sie abgehängt? Ich weiß nicht, ob meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Oh oh. Wir wollen verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Auf jeden Fall ist genau da jetzt eine Garage. Ich wollte gerade sagen, mach mal zu. Die hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Signado, das sollte glatt laufen. Ohne Probleme. Beruhige dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen. Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, dass ich keinem Clan angehöre. Ich könnte dich dasselbe fragen. Willst du weiter rumheulen oder wickeln wir das jetzt ab? Bin allerdings etwas abgebrannt. Wobei... Kann dich also gerade nicht bezahlen. War aber klar. Du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Was ist da gerade? Sesam, öffne dich. Wahrscheinlich eine geile Waffe oder so. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Beim Fisch. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti, was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Ich will den nicht antippen, dann springt er bestimmt raus. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Wieso hat er die gleichen hier? Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ja, jetzt mach das Ding wieder zu, sonst sind wir echt am Arsch. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Hab keine Pläne. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Oh, die warten sicher schon auf dich, hm? Nein. Wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Ja, dich, du blöder Wichser, der mich umbringen wollte. Danke, das weiß ich zu schätzen. Egal, ist besser, wenn... Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, ja. Partner. Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Weißt du was, Jackie? Du bist auch ganz okay. Ah, das meinst du doch nicht wirklich, Mano. Okay, Partner.
Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Ist das jetzt schon alles passiert oder passiert mir das noch? Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Das ist Augen also und Ohren auf, okay. Okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Wie so ein Switch-Spiel. Klick. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt! Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Minuten spielen wir schon. Wahnsinn. Ich mach kurz Pause. Bis gleich.
So. Vielleicht sollte ich meinen Be Right Back Screen auch mal wieder aktualisieren. So. Schade, also dafür, dass Girl haut dich um vorhin noch gesagt hat, dass es hier Spaß macht, war sie dann ja doch relativ schnell weg. Gefolgt ist er auch nicht, also nehme ich mal an, kommt sie auch nicht wieder. Naja. So, machen wir mal weiter. Wähle ein Trainingsmodul, um das Training fortzusetzen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Gut, dass ich wählen soll, wenn ich keine Wahl habe. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Na. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? So geil ist die Maus dann doch noch nicht. Üblen Verzug. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Wird es automatisch in den Verbrauchsgüter-Quickslot in deinem Inventar ausgerüstet, sofern dieser frei ist. Ah, okay. Rocket Swarm. Profil. Cyberpunk. Hotkey F. Hotkey X. Apply. Lassen wir es jetzt mal dabei. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, wie. Dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Aha. Irgendwie ist das mit der Maus noch nicht ganz so geil. Muss ich Z drücken? Aber was ist das denn für eine Kacke? Gut. Dann legen wir da noch Z drauf. Z.
So. Da. Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Scanne die beiden golden hervorgehobenen Objekte. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ping das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden, verursacht eine Fehlfunktion bei einem Gerät, das Leute in der Nähe ablenkt. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quickhacks um ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quickhack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quickhacks mit Q, Mausrad, E, Mausrad durchgehen. Boah, dauert das lange. Dauert 30 Sekunden. Ah, okay. Ach so, Z zum Umschalten. Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Ja, toll. Nicht schlimm, gleich nochmal. In den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ach so. Komm schon, du kannst das. Das war jetzt wieder das Falsche. Oh. Hack dich in den Bildschirm und Wache abzulenken. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Weg. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Okay, fortgeschrittene Quickhacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Setze ein Breach-Protokoll gegen eine der Wachen ein. Eisbrecher verringert die Speicherkosten von Quickhacks. Okay.
Um Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Das Breach-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Okay, dann muss ich mit einer 55 weiter. Dann mit einem BD. Und dann. Okay. So, 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 so. Jetzt! Zünde die Granate! Ach, wenn ich rausgehe, geht's schneller, okay. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Okay, also das, da hat die Grafikkarte echt Probleme, ey. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Und ich soll mich so verlassen oder das Störbrei in den optionalen Tutorials, wenn man mir überreicht. Ja, ich soll ja alle... Optional verlassen. Ja, komm. Stealth. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ist nicht besonders gut. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, ziele drauf und drücke Mausrad. Ach, markiere alle Wachen. Okay. Und verändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Mit dem Training. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich seine Alarmanzeige. Rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Fast. Gleich nochmal von vorn. Scheiße.
In Deckung, schnell. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Alter. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Alter. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschützschirm und Überwachungskamera. Die Arme erlauben auslösen und Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Zum Training, Rekrut. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay. Nice. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Ha. Dann sind wir dort. Okay. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Okay, mit Hacken ist nicht viel. Anfällig gegen Feuer und Blitz. Schneller Angriff. Zurück zum Training, Rekrut. Okay. Einfach hier raus, oder was? Gegner mit bedeutend höherem Level gekennzeichnet können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Toll. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Lol. Drücke links, um einen schnellen Angriff auszuführen. Schnellen Angriff in der Drücke, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Okay. Ach so. Ah. Gedrückt, um einen schweren Nahkampf anzufangen und lass los, um ihn auszuführen. Fortlaufendes Angreifen des Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Huts. Ist ein bisschen klein.
Oh, ausweichen auf. Scheiße. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie dein Angriff ihn beeinträchtigt. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Okay. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Kostet dich Ausdauer, wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihrer. Komm. Drück mal im einen gegenden Angriff. Ja, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Der braucht so lange. Weiche aus. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Was? Wo bist du denn? Da. Okay. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Wir können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Okay. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Ja, hab ich doch gerade. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Wow. Fertig. Viel Glück, Vi. Vi? Vi. Au. Nicht F-E-E. Yay. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft.
Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr euch das Video im Nachhinein auch reingezogen habt, wie auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Morgen, Nacht, whatever. Und freue mich auf die nächste Runde. Bis dann.